So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampires Dawn 1, Part Nummer 41. Ja, im letzten Part haben wir ja Tessa besucht und ich habe mich noch mal ein bisschen umgeguckt. Von daher will ich mal gucken, was so ein bisschen ansteht aktuell. Ich habe jetzt gerade das Fenster ein bisschen offen, weil es einfach scheiße warm ist, aber ohne offenem Fenster könnte ich nicht aufnehmen, weil dann würde ich echt sterben. So, wir haben in Ister soll es noch was offen. In Klenna kann man Golba treffen. In Klenna. Muss ich mal gucken. Ich habe jetzt die Komplettlösung jetzt auch schon ein paar Monate her, dass ich die gelesen habe. Da habe ich mir irgendwas dran gemacht, dass man in der Nähe von Klenna Golba treffen kann. Kann aber auch sein, dass ich da was falsch verstanden habe. Auf jeden Fall haben wir hier noch einiges offen. Kleiner Lim haben wir noch offen. Also Lim jetzt nicht unbedingt, aber diese Höhlen da oben. Und das haben wir fertig. So, das ist Kleiner. Hier in der Nähe soll man Golba irgendwo treffen können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, komm, die mache ich erstmal schnell fertig. Von daher gucken wir einfach mal, ob ich das finde oder nicht. Ansonsten, ja, das Schneedorf ist noch offen. Da muss ich nochmal genau gucken. Tessa haben wir jetzt gemacht. Shanna haben wir auch noch. Genau, Shanna müssen wir auch nochmal irgendwann hin. Liegt einfach daran, dass in Shanna halt, dass wir die Sachen weiter bevölkern können. Ich habe mir jetzt nochmal ein bisschen die roten Truhen angeguckt, wo ich die wie finde. Lim, hinter einem Geheimgang. Mental 160, Lim. In der Limine. So, die Limine, habe ich die schon? Weiß ich noch nicht. Da soll es eine Vampirrüstung geben. Okay. Von daher gucke ich einfach nochmal. Ja. Erstmal rüber. Ich hoffe, euch geht's soweit trotzdem noch allen gut. Ihr seid gesund. So, in den Lim-Ruinen gibt es natürlich eine Mine. Nicht eine Mine, sondern einen Geheimgang. So, da ich jetzt endlich den Blick der Geister kennengelernt habe, ist es eigentlich ganz gut, dass ich die ganzen Sachen nochmal abgrase. Ein Mentalwert von 160, ich glaube. Ich habe mit meinem Wallner Dingsbums. Ich habe mit meinem Wallner genug Mental. Ausrüstung Wallner Mental 203. Super, ich kann jetzt alles in Ruhe abgrasen. Okay, hier nicht. Das ist klar. Hier, okay. Fertigkeit. Wo haben wir den Blick der Geister? Da oben. Okay, 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 okay. Das war also der Blick der Geister. Der zeigt dir dann So, achso, ja, da muss ich ja jetzt ein bisschen anders switchen. So, Schatten war voll weit aus, das passt aber. Wunderbar. Gut, ich gucke immer so ein bisschen nach rechts, weil auf dem rechts ist mein Monitor, wo Vampires Dawn läuft. Allerdings, da ich ganz gerne in die Kamera gucken möchte und nicht irgendwie so links und rechts nebenher, würde ich ganz gerne, kann ich ja OBS benutzen. Bei Vampires Dawn ist die Auflösung groß genug, dass man das darüber machen kann. Von daher würde das super passen. Ich bin aber jetzt am Grasen. Noch einen Geheimgang, den habe ich ja. Der andere Geheimgang ist da oben links. Super, drei Teufelshühner. Ich lasse die mal angreifen, weil Baum, dafür können sich die zwei Jungs und das Mädel mal voll
können die sich noch mal ein bisschen den Blutvorrat verbessern. Ich meine, die sind so stark aktuell, dass ich... ja... drauf scheißen. Ein bisschen drauf scheißen kann. Teufelshühner! Ja, super duper. Wunderbar. Da hast du voll Bock drauf. Ihr Gockel, Trockel, Gockel, Mockel, Schnockel. Ich hoffe, euch geht's sonst soweit ganz gut. Tut mir leid, dass jetzt längere Zeit nichts gekommen ist wegen Vampire's Dawn, aber so ist es einfach. Ja, ist jetzt mit Hemd, mit Weste ein bisschen mehr. Hier. So, was haben wir hier? Vampirrüstung. Okay, die Vampirrüstung hat der Wallner schon an. Dann kriegt die Elaine nochmal die Vampir. Elaine hat auch die Vampirrüstung. Okay. So, dann habe ich dreimal eine Vampirrüstung. Okay, okay, okay. Das wusste ich nicht, dass ich schon drei Stück habe. Mache ich jetzt gleich mal nochmal generell. Ansonsten, ich habe hier nur die Vampirrüstung, Vampirsäbel und Vampirrüstung. Ja, das ist soweit ganz gut. Und was haben wir noch hier? Auch nur die Vampirrüstung. Okay, dann habe ich die Vampirrüstung auch schon fertig. Dann kann ich das auch abhaken. Okay, Eishöhle, kleine Eishöhle, Vampirschild, okay. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich bin ja immer so ganz gerne einer, der sich, was weiß ich, massiv viele Notizen macht. Von daher... Jo, wie gesagt, ich bin auch in der Asgars Gruft im Voice-Channel von Vampire's Dawn. Jo, alles klar. Stimmt, da muss ich immer ein bisschen rausnehmen. Ist ein bisschen schwierig, alles zeitgleich zu managen, wenn das Spiel im Hintergrund nur weitergeht, wenn man es im Vordergrund offen hat. Aber na gut, dann ist das so. Auf jeden Fall würde ich gerne Vampire's Dawn irgendwann auch fertig haben. Das geht ja schon seit einigen Jahren, ja. Natürlich mit Pause zwischendurch. Das ist jetzt nicht so optimal, wenn man das mal so, so sagen darf. Aber natürlich kann man, ist halt so, ne, da gibt es natürlich auch menschliche Umstände, dann hat man mal Lust, dann hat man mal keine Lust, etc., etc. Ihr wisst ja, dann gab es auch mal einen PC-Wechsel, dann musste das Spiel von vorne angefangen sein, werden, und dann ist es immer so ein bisschen schwierig. Ansonsten, die Leute, die jetzt auch bei mir im Stream so ein bisschen reingucken, wissen ja natürlich auch schon Bescheid, dass Gaming aktuell gerade sich bei mir so ein bisschen eher am Abklimmen ist. Ist ganz selten, dass ich mal richtig Bock auf ein Spiel habe. So, Eishöhle, kleine Eisinsel. Das würde ich jetzt gerne mal abgrasen. Kleine Eisinsel, die Frage ist, was ist die kleine... So, die Frage ist, was ist die kleine Eisinsel? Die kleine Eisinsel. Ich hab ja drei, die Frage ist, welche? Ich habe hier... Eishöhle, kleine Eisinsel. Es kann natürlich hier oben sein. Also hier bei dieser kleinen Eishöhle mit, ich weiß gar nicht, Iranis oder Gegenstand. Wo haben wir sie dann? Also, entweder. Wir machen es mal richtig. Punktekarte interessiert mich nicht. Würde gerne. Weltkarte. So, entweder bei Esrig oder Iranis. Könnte natürlich auch sein, dass es oben drüber ist. Das ist immer so ein Hin und Her, so beide Seiten. Von daher bin ich immer ein bisschen gespannt. Ich habe hier aber... Hier habe ich, meine ich, auch Höhlen gesucht und keine gefunden. Dann würde ich sagen, mit der kleinen Eishöhle ist vielleicht hier oben das gemeint. Schaffe ich es noch? Ja, schaffe ich.
Das ist der einsame Berg. Ich meine, das ist der einsame Berg. Da gibt es aber auch was. Schneeklippen. Einsamer Berg, Schwert. Hier gibt das Vampirschwert von Valnar. Dann mache ich einfach mal das da. Klippen-Minotaurus. Hauen wir mal drauf. Ich glaube, die sind richtig stark. Ja. Da muss ich auf jeden Fall... Das wird eine Herausforderung. Da will ich jetzt nochmal abspeichern, für den Fall, dass ich verlieren sollte. Ja, der Asker macht natürlich mit seinem Vampir-Säbel wunderbar Damage. Was brauche ich denn da für einen Mentalwert? Ich glaube, ich habe den gar nicht mehr aufgeschrieben, weil ich den Linksbums, den Mentalwert für alle fertig habe. So, dann nehme ich nochmal den Speicherkristall. Blut wird fließen, aus welchem Leib auch immer. Super. So, hier oben gibt es was. Hier gibt es viele Sachen zu finden. Oh, Eishydra. Flammenmeer. Das muss bestimmt sau wehtun. Jawoll. Elaine, hau drauf, Mädchen. Das ist natürlich scheiße, wenn die Elaine anfängt zu bluten. So, die Eishydra, die müsste jetzt auch langsam sterben. Oh ja, Crit Damage vom Valnar. Supi. 1100 und starke Seele. Geil. So, Kriegermantel. Ja, Level 45. Wir sind eigentlich stark genug. So, auf Level 50 kann ich erst die nächsten Dingsbums machen. Den nächsten Zauber. So, die Elaine wird natürlich gehalten mit Blutfiliolen, das ist ja logisch. Und daher, aber trotzdem kann sie die Jungs... Völlige Reinigung brauche ich nicht. Ich habe die völlige Reinigung eigentlich nur genommen, um auch Flüche heilen zu können. Zehn Lebensnektar! Ja, bist du denn narrisch? Nein, ich komme nicht aus Bayern, aber trotzdem. Oh, Valnar braucht wieder Blut. Alter, 10 Lebensnektar. Ihr wisst, dass ich das alles dem Valnar gebe. Das ist einfach mein Lieblingscharakter. Wer könnte das ahnen bei dem Namen Graf Valnar? So, einmal genuckelt, das reicht. Das muss ich aufpassen, dass ich das nicht falsch betone, wenn ich sage, allein nuckel da mal an dem Typen rum. Ich glaube, das wird die Dame mir ein bisschen böse nehmen. So, Blutsaugen. Ich probier's mal. Ich weiß nämlich, ob das Flammen mir so viel Aua macht. Ja. Jawohl, super. Oha. Ich muss hier gut aufpassen. Also ich finde es cool, dass es den Berg gibt. Jo, das ist natürlich nicht so geil. Fähigkeit, Blutheilung. Ich muss nach jedem Kampf, muss ich auf jeden Fall auf meinen Bluthaushalt und auf meine Heilung achten. Das ist klar. So, Angriff. Dann mache ich hier nochmal einen Flammen... Och Mann, ich habe es aus Versehen getrunken. Gut, macht nichts. Mach ich nochmal einen Flammen mehr und dann kann ich bei der anderen Hydra nochmal trinken, wenn die das überlebt. Ist in beiden Sinne eigentlich ganz gut. Ja. Was sagen denn meine Seelen? Kleiner Seelenstein, super. 50 starke Seelen, ein paar schwache Seelen. Das passt. Muss ich nur gucken, wie ich da wegkomme. Ja, der Lenk kann ich jetzt mal ein bisschen.
Pause gönnen und sich ein bisschen Blut von den Gegnern krallen. So, der Kreis ist jetzt auch hinüber. Die Elaine kriegt ganz schön auf die Backen. Das gefällt mir nicht so. Gut, 1080, wunderbar. Nein, die Elaine ist gestorben! Kacke! Trank der Ewigkeit. Ja, zum Glück habe ich mich einigermaßen. Gewappnet. Mit Items. Von daher wunderbar, super. Boah, es ist so warm heute. Es ist wirklich ultra warm. Die Eishydras gehen eigentlich. Aber ist klar, natürlich, wenn du mit einem Zauber arbeitest, der ordentlich austeilt, ist das natürlich wunderbar. So. Schon cool. Sieht schon cool aus. Das muss man einfach so sehen, wie es ist. Die geben auch ordentlich XP. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der aufgebaut ist. Der eisige Berg. Was? Warum ist der jetzt direkt gestorben? Warte mal. Ah, Chance auf Tod. Okay. Das ist ja natürlich auch möglich. So was, ich mach mal Lichtexplosion, Eissturm und ich probiere es einfach mal. Mal gucken, wie das bei denen ist. Aber ich glaube, die Eiszauber machen nicht ganz so viel Aua. Naja, wenn... Das ist gut, dass sie alle gelähmt sind. Dann kann ich nämlich den Bluthaushalt von denen mal ein bisschen minimieren. Also es sind zwei gelähmt und der nicht gelähmt ist, ist aber blind. Von daher ist eigentlich eine ganz coole Aktion. Aber alles, was nicht Feuer ist, macht hier nicht Aua. Von daher, ja, war das vielleicht... Oha. War das vielleicht ein bisschen übertrieben? Aber dafür, dass ich nur einer bewegen kann. Ja, lief ganz gut. Kann ich mich nicht beklagen. Möchte ich dann auch nicht. So, wunderbar. Jetzt will ich hier hoch. Ich glaube, das ist wirklich lineal. Ich kann nicht so viel nach links und nach rechts gehen. Das gefällt mir aber eigentlich ganz gut. So, angreifen, trinken, angreifen. So, Asgard kriegt ein bisschen auf die Glocke. Jetzt muss ich aber auch wieder darauf achten, dass ich nicht Hals über Kopf in das nächste Dingsbums steuere, in den nächsten Kampf, sondern dass die allein nochmal eine Blutheilung macht. Wunderbar. Das läuft ganz gut. Kann nicht meckern. Schattenrüstung. Okay, und da rechts habe ich entweder einen ansprechbaren Feind gesehen oder einen Geist. Ich berufe mich aber auf den Geist hin. So, jetzt... In dieser Runde bei zwei Gegnern ist es eigentlich ganz gut, dass die Jungs sich mit den Falken prügeln und die Dame sich erstmal wieder um ihren Bluthaushalt kümmert. Das würde natürlich Sinn ergeben. Und ja, wunderbar. Na, lief ganz gut. Das ist ein Geist, okay. Geist, ah, endlich. Keine Freude mehr. Ja, kennen wir schon. Alles klar, was gibt's mir denn? Dämonenbeschwörung, bitte. Dämonenbeschwörung wäre geil. Ja! Cool. Super. Ja, mit einer Eishydra passt das. Da kann die Elaine auch schon mal Blut trinken. Obwohl 30 Blut jetzt auch nicht so viel sind. Ja, nicht blutend. Und Asuka haut einen Crit raus. Wunderbar. Kann die Elaine sich doch super fühlen. Das war's. Ich habe eine Schattenrüstung gefunden.
Das ist ein bisschen strange. Oder ist das doch nicht der einsame Berg? Ich bin da jetzt ein bisschen verwirrt. Schneeklippen, einsamer Berg, Schwert. Stand zumindest in der Komplettlösung drin. Finde ich ein bisschen komisch. Also ein Vampirschwert wäre schon ganz geil, aber es kann auch sein, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Von daher bin ich einfach nochmal ein bisschen entspannt. Ja, komm, die Erlernung müsste eigentlich jetzt auch langsam voll genug sein. So, was sagt denn die Aufnahmezeit? Nicht viel. Kann ich da irgendwo nach links oder rechts hin? Muss ich gleich nochmal in der Komplettlösung schauen. Dann mache ich nämlich gleich mal ein kurzes Aufnahmepäuschen. Ich meine, wir sind jetzt schon bei 20 Minuten. Das ist soweit ganz gut. Fuck! Ich habe mich jetzt verquatscht und habe gar nicht auf das Battle geachtet. Oh, Kacke. Boah, war das knapp. Leck mir am Arsch. Da habe ich mich jetzt voll verquatscht gehabt. Oh. Oh, das ist übel. Das ist... Oh, scheiße. Das war mehr Glück als Verstand. Aber zum Glück haben wir vor den einsamen Berg abgespeichert. Von daher wäre das... so jetzt nicht tragisch gewesen. Aber Schattenrüstung. Weiß nicht. Ich finde das ein bisschen läppisch, dass da jetzt... Also die 10 Lebensnektare waren super, aber... Gut, war auf jeden Fall eine ordentliche XP, war auf jeden Fall ein ordentlicher XP-Boost. Ich gucke mich hier nochmal ganz genau um. Bedeutet, ich versuche links und rechts nochmal irgendwo hinzugehen. Aber ich habe so das Gefühl, das war's auch. Okay. Dann gucke ich auf jeden Fall nochmal nach und dann sehen wir mal. Schneeklippen, Vampirschwert oder Schild. Ist egal. Eins von beiden soll es hier geben, aber gab es jetzt nicht. Kann auch sein, dass ich hier falsch bin. Ich gucke einfach nochmal. Lane, kannst dich nochmal vollsaugen, das ist gut. Ja, sieht ganz gut aus. Hier nochmal angegriffen hat, hätte vielleicht jetzt nicht sein gemusst. Und er griff zweimal an. Och Mann, komm schon, ernsthaft? Das war gemein. War das gemein? Ja, es war gemein. So, ich komme hier sonst nirgends hin. Boah, shit. Angriff, Angriff, Flammenmeer. Bei 3 Gegnern mache ich jetzt, bleibe ich auf Nummer sicher. Ein Flammenmeer, das passt schon. So, der ist jetzt... Warum weicht ihr denn zweimal aus? Wieso? Asuka ist gleich im Arsch. Ganz super. Und er weicht aus, natürlich. Na super, wenigstens hat Asuka das noch hingekriegt. So, ja, Lane, du musst den Jungs nochmal... Ich muss jetzt nochmal hier die Dingsbums spielen, die Krankenschwester. Aber das macht die allein doch gern. Die hilft ihren Jungs sehr gerne, wenn die sich nicht streiten.
die Arena mal voll. Ja, ja, kann man machen. Das passt eigentlich ganz gut. Gut, dann mache ich hier ein Aufnahmepäuschen, kurz ein Stoppi, guck mich nochmal um und dann sehen wir uns beim Nick, sehen wir uns wahrscheinlich gleich wieder, wird nicht viel Zeit vergehen, vielleicht ein paar Minuten. Und für euch dann wahrscheinlich nächsten Tag oder je nachdem, wann ich die Aufnahme dann veröffentliche. Macht's gut, Leute, haut rein, wir sehen uns, macht's gut, ciao.